Lin, 7 Jahre, behauptet, ich kann schneller die Buchstaben eines Wortes in die richtige alphabetische Reihenfolge bringen als Ingrid Thurnherr und Jan Hofer. Lin und ihre Gegner bekommen abwechselnd 4 Worte genannt bzw. gezeigt und müssen dann alle Buchstaben dieses Wortes innerhalb von 20 Sekunden in die richtige alphabetische Reihenfolge bringen. Für jede richtige Lösung gibt es einen Punkt. Bei Gleichstand gibt es ein Stechen. Klein gegen groß. Auf los geht's. Los. Und es geht los mit dem ersten Wort für Lin. Das erste Wort ist Kletteranlage. A, A, E, 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 G, K, L, L, N, R, T, T. Das stimmt. Sehr gut. Erster Punkt für Lin. Ihr beide teilt euch ja die 4 Aufgaben, die auf euch zukommen. Und die erste Aufgabe wird Jan Hofer in Angriff nehmen. Bereit? Das Wort lautet Sternenhimmel. E-E-H-I. Fehlt ein E. Ein I? Ein E. E-E-E? E-E-E. Ach. Ah, das ist die Schwierigkeit daran, dass man so viele. 3E. 3E. Sternen. Ja, natürlich. Ja. Ah. Ah. Hier ist das nächste Wort für Lin. Flaschenpost. A, C, E, F, H, L, N, O, P, S, S, T. Jawohl! Richtig! Das können Sie morgen am Sonntag gerne mal zu Hause ausprobieren. Da kann man sich lange mit beschäftigen, das kann ich sagen. Kann man wunderbar als ganze Familie spielen. Das war 2. Punkt für dich, denn das war absolut korrekt. So, 2. Wort für euch. Ingrid Thurnherr ist das erste Mal dabei. Das Wort lautet Seepferdchen. Okay. C-D-E-E-E-F. Nein, das war wie nein, wieder immer eins. Das E. Wieder ein schon E wieder zu wenig. Es waren 4 E in Seepferdchen. Ja? Das gibt's wirklich. Beide am E gescheitert bisher. Aber das nächste Wort für Lin. Unendlichkeit. C, D, E, E, H, I, I, K, L, N, N, T, U. Richtig! Sieht ein bisschen aus, als ob du betest zwischendrin, dass auch alles klappt. Hm? Nein, auf keinen Fall. Ne? 3. Punkt für Lin. Hm? Und Jan. Du musst eine ganze Woche die Nachtausgabe lesen, wenn das jetzt nicht klappt. Ne? Hm? So, nächstes Wort. 3. Wort für Ingrid und Jan. Jan, das ist deine Aufgabe. Und das Wort lautet Piratenschiff. Oh. Gute Nachricht ist, es ist nur ein E drin. A, C, E, N, I. F? Ach, Chef FF. Chef FF? Ja. Aus dem. Ja, da lacht sogar der Tom. Ja, da lacht sogar der Tom, ja, natürlich, oder? 2F. 2F? Ja. Noch eine Aufgabe für Lin, die 4. und letzte.
Da freue ich mich auch schon wieder drauf. Sommerferien. E-E-E-F-I-M-M-N-O-R-R-S. Dem ist nichts hinzuzufügen. Klasse gemacht. Vierte Aufgabe, zum vierten Mal richtig. Vierter Punkt. Und du kannst jetzt noch einen Länderpunkt für Österreich gewinnen, Hendrik. Ja? Hm? Leistungsdruck. Hier ist das vierte Wort, das zweite für Ingrid. Das Wort lautet Pflaumenbaum. Ah, oh, nur ein E. A-A. E. B. Ah. Ich habe so auf das E gefreut. Ah. Das wird euch noch eine Weile verfolgen. Aber liebe Lynn, kommt in die Mitte. Denn wir haben damit eine Siegerin im Buchstabenduell und ihr ist Lynn.